Und damit moin moin und herzlich willkommen zu Minimetro. Und unsere Reise führt uns heute nach Australien in die Stadt Melbourne. Belebe die Stadtteile von Melbourne mit einem Netzwerk aus langsamen, aber sicheren Straßenbahnen. Und da werden wir natürlich mal unser Bestes versuchen, damit wir mal wieder die 1000, also mindestens auf jeden Fall die 1000 Fahrgäste knacken. Ich bin nochmal gespannt, was das jetzt hier mit den langsamen Straßenbahnen auf sich hat. Das kann ich jetzt hier noch nicht so sehen, ob die jetzt wirklich langsamer sind, aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir haben drei Brücken und noch zwei weitere Fahrzeuge, zumindest jetzt am Anfang. Und ich würde auch sagen, dass wir die direkt erstmal nutzen und zur Not nachher ein bisschen umbauen. Aber jetzt für die Anfangsphase sollte es eigentlich klappen. Und dann werde ich mal zusehen, dass ich diesmal auch genug Bahnlinien wieder habe und das nicht wieder in den Brücken nachher scheitert. Das war dann natürlich das letzte Mal irgendwie ein bisschen ärgerlich. So, jetzt müssen wir einmal rübergurken. Ja, wen lassen wir denn mal rüberfahren? Linie grün. Auch wenn die natürlich jetzt hier schon wieder den zweiten Kreis anbinden muss, was ich immer ein bisschen ärgerlich finde. So, nochmal ein Dreieck. Aber noch alles ganz entspannt. 23 Fahrgäste. Und gleich geht es auf jeden Fall schon auf den Sonntag zu. Und was mich auch mal interessieren würde, wäre, wie das nachher mit den anderen Städten noch weitergeht. Ob da noch neue Sachen kommen. Also wir haben jetzt eine neue Straßenbahn. Und entweder einen Waggon oder zwei Brücken. Und ich nehme jetzt erstmal die Brücken, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen Spielraum haben. Natürlich kommt der nächste Kreis. Wie könnte es auch anders sein? Ja, wie binden wir den dann mal an? Erstmal vielleicht so, oder? Was vielleicht schlauer wäre, hier schon mal eine neue Linie einzurichten, die zumindest erstmal diese beiden Punkte hier verbindet. Zwischenzeitlich machen wir es einfach mal so. Ach, hier unten ist auch noch ein Punkt, der angefahren werden will. So, wir haben noch eine Bahn. Und so langsam wird es auch schon wieder ein bisschen voller. Hier kommt noch ein Kreis. Und vielleicht können wir die einfach mal hier rumfahren lassen. Dann haben wir jetzt die Woche 2, neue Straßenbahn und... wir haben aktuell noch zwei Brücken. Dann nehme ich mal... Soll ich einen Waggon nehmen oder doch nochmal Brücken? Ich werde es noch einmal mit Brücken probieren. Allerdings könnten wir wirklich eine neue Linie gebrauchen. Das wäre natürlich super geil. Zählt das denn als eine Brücke? Ja, das ist schon mal nicht so schlecht. Ja, wir werden diese Linie jetzt erstmal hier so ein bisschen... Ja, läuft eigentlich ein bisschen schlecht, aber dafür hängen wir da jetzt mal den Waggon... Ach, ich habe keinen Waggon genommen. Ja. Ja, vielleicht ziehen wir die auch mal hier ran. Dann haben wir aktuell noch vier Brücken. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und lassen ihn mal auch hier mit ranfahren. Und da diese Linie schon ein bisschen voll wird, setzen wir da jetzt nochmal einen neuen Zug drauf. Die fahren auch zum Glück in entgegengesetzter Richtung. Ja, eine neue Bahnlinie wäre schön. Ja, das habe ich auch gar nicht mitgekriegt. Das Symbol war mir noch neu. Okay, eine neue Straßenbahn in Woche 4 und wir nehmen eine neue Bahnlinie. Machen die mal zu einer Kreislinie. Die ist auf jeden Fall noch ausbaufähig und eventuell mache ich die auch jetzt im Kreis.
So, dann haben wir einen Kreis. Und müssen... Mann, hier sind viel zu viele Kreise. Gut, lassen wir den mal so fahren. Will ich mal hoffen, dass das einigermaßen funktioniert. Einen Zug müsste ich noch haben, glaube ich, ne? Ja. Und eine Brücke. Das wird natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen eng, aber wir haben auch ein bisschen... Ja, muss ein bisschen gegönnt mit den Brücken. Aber so weit, so gut, würde ich mal sagen. Bitte keine Kreise mehr. Ah, nächstes Symbol. Aber die nächste Woche steht auch an. Straßenbahn. Und entweder eine Linie oder Brücken. Wir nehmen erstmal eine neue Linie. Und binden auf jeden Fall diese Punkte mal an. Eine Brücke wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Da ist ja eine recht kurze Linie. Jetzt setze ich nochmal den Kreis ran und lassen die auch hier bis zum Quadrat durchfahren. Vielleicht können wir so ein bisschen Druck vom Kessel nehmen. Das ist jetzt nicht so cool, mit den Kreisen hier oben. Zum Glück ist die Linie kurz, nicht lang. Also sollten wir da erstmal noch nicht so viel Stress haben. Aber so vom Passagieraufkommen geht es auf jeden Fall noch. Aktuell. Ein Zug könnten wir noch zusetzen irgendwo. Hm. Also wir haben da eine Kreislinie. Die blaue ist noch offen. Im Prinzip ist nur die blaue aktuell. Das ist schon gar nicht verkehrt. Ja, und hier oben wird es jetzt schon voll. Da sollte ich jetzt mal überlegen, vielleicht gleich den nächsten Zug draufzusetzen. Ja. Muss gemacht werden. Das wird dann mal ein bisschen Druck vom Kessel nehmen. So eine neue Straßenbahn. Und entweder einen Waggon oder eine weitere Bahnlinie. Und da wir so wenig Brücken haben, nehme ich mal die Bahnlinie dazu. Und dass wir den nochmal so fahren. Und wenn es jetzt hier irgendwo voll wird... Oder zu voll, binden wir das Ganze dann mit einer neuen Bahnlinie an. Die würde ich mal vergrößern. Wir haben auch leider nur einen Zug aktuell. Gut, hier ist noch eine Brücke frei. Ich werde das jetzt mal vorübergehend so versuchen zu lösen. In der Hoffnung, dass wir hier ein bisschen Druck vom Kessel runterkriegen. Zum Glück ist schon Donnerstag. Die werden abgeholt, aber... Ja, und jetzt haben wir das Problem, noch ein Kreis. Da muss ich hier wahrscheinlich gleich wieder ein bisschen zurückbauen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt... Na gut, wir kriegen eh einen neuen Zug. Und dann brauche ich aber neue Brücken. Sonst könnte das etwas kompliziert werden. Das hier ist mal ein Dreieck drin, das ist gar nicht schlecht. Ah, hier unten wird es voll, hier oben wird es voll. Gut, eine neue Straßenbahn und wir nehmen... Wir müssen eigentlich Brücken nehmen, ne? Dass wir halt irgendwie erweitern können demnächst. Okay, wo haben sie sich gerade beschwert? Sehe ich zum Glück nicht. Hier ist ein neuer Punkt, den binden wir auch an. Die wollen alle, wo wollen die denn hier hin? Zu dem Diamanten. Wo ist der denn? So, kurz mal pausieren. Bahnlinien sind nicht mehr verfügbar für uns aktuell. Ja, dann muss ich den hier nochmal verschieben. Das ist natürlich dann schon ziemlich nervig. Kreis, 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 Kreis. Noch ein Kreis. So, das sind die Einzigen, die sich zurzeit beschweren. Das sieht mal gar nicht so schlecht aus. Ja, hier werden aber nicht so viele Leute abgeholt. Vielleicht sollten wir die Grüne nochmal mit hier unten langfahren lassen. Um da mal ein bisschen Druck runternehmen zu können demnächst.
Linie wieder welche weg, das ist gut. Aber langsam kommen wir hier so ein bisschen an die Belastungsgrenze, glaube ich. So, wir schieben die nach oben und den ebenfalls und die wird auch noch nach oben geschoben, dass wir hier noch mehr anbinden. Entweder ist es jetzt ein kleiner Geniestreich oder das Ende naht jetzt langsam. Brücken nehmen wir jetzt nicht, wir nehmen jetzt definitiv einen Waggon. Den Waggon hänge ich jetzt mal hier dran. So. Und dann müssen wir auch mal neue Linien, nicht Linien, sondern Züge verteilen. Ich werde nochmal einen auf diese Linie setzen. So, und dann mal kurz im Auge behalten, wo es noch knapp wird. Eigentlich sollte mal hier auf die grüne noch einer gesetzt werden. Die ist ja auch schon relativ voll. Oh, 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 oh. Gelb. Gelb, 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 gelb. Hier wird's voll. Einsteigen. So, ich will jetzt mal hier die Geschwindigkeit ein bisschen runterdrosseln. Das wird mir hier ein bisschen zu knapp alles. Sind wir schon fast uns selbst überlassen. Den hier anzubinden, das macht da Sinn. Nicht wirklich. Einmal wieder rückbar. Oh, 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 du musst hier bleiben. Hier kommt noch ein Kreis. Das passt mir gar nicht, wenn ich ehrlich sein soll. So, die vollsten Stationen sind hier. Die wollen natürlich auch an einen Ort, der ja, nicht so gut angebunden ist von uns. Hier könnte es auch schon gleich knallen. Die werden wohl noch alle rechtzeitig abgeholt und weiter transportiert. Noch ein Kreis. Was macht ihr nur mit mir? Ja, und hier. Ach, da steht jetzt ein Zug. Glück gehabt. Die wollen natürlich alle an andere Stationen gebracht werden, was nicht so gut ist. Zum Glück läuft der Sonntag. Ich will mal hoffen, dass wir den Tag noch irgendwie überstehen. Wir liegen jetzt bei 1200, ja, 1200 Fahrgäste. Schon mal gar nicht so schlecht, finde ich. Eine neue Straßenbahn und wir nehmen nochmal einen Waggon dazu. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich das am besten verteile. Ich warte nochmal ab, bis es wirklich voll wird. Dass wir noch so einen kleinen Joker in der Hinterhand haben. Hier fahren zwei Züge drauf. Hier fährt aktuell einer. Ne, auch zwei, okay. Hier fahren zwei, hier fährt einer. Ne, auch schon zwei. Na, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Die steigen alle ein. Das ist gar nicht mal verkehrt, hier ein Dreieck zu haben. Können die zumindest mal ihre Leute hier abladen. So, auf Blau fährt nur eine Linie. Ja, 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 ihr Kreis, ihr macht mich fertig. Wir haben aktuell zwei Brücken. Sind hier Dreiecke angeschlossen an diese Linie? Gar nicht. Sollten wir mal experimentieren. Und das mitunter einfach mal so machen. Dass wir den hier zum Kreis ausbauen. Ich darf den nicht anschließen. Aber warum das denn nicht? Dann macht das hier alles wenig Sinn.
Also es hätte eigentlich ganz gut klappen können, finde ich. So funktioniert's, ja. Dann machen wir das auch. Dann setze ich hier jetzt definitiv noch einen Zug drauf. Lassen wir den mal hier fahren und setzen. Oh, jetzt wird's hier aber voll. Jetzt wird's hier aber voll. Ich setze jetzt hier nochmal den Waggon ran. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Ich vermute das zumindest mal. Ja, die werden jetzt nochmal abgeholt. Wo wird es jetzt noch ordentlich voll? Hier kommt nochmal ein Kreis dazu. Danke für nichts. Hier wird es voll. Die wollen natürlich nicht hier aussteigen. Na, wir können doch ein bisschen Druck runternehmen. Die wollen zum Viereck. Ah, Viereck haben wir wo? Zu weit weg. Wo ist der blaue Zug? Ah, fetzt das hier gerade. Eine neue Straßenbahn. Und wir brauchen, glaube ich, einen neuen Waggon. Auch wenn wir keine Brücken haben, ne? Das ist natürlich ziemlich problematisch. Okay, hier wird es auch voll. Wo ist der nächste Zug auf der Linie? Der ist hier vorne. Wir hängen auf jeden Fall hier einen Wagen ran. So. Wir müssen die Linie hier verlängern. Leute, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Ich weiß, ich habe noch einen Zug hier im Depot sozusagen, aber ich weiß ja nicht. So, wir nehmen ein bisschen Druck runter, wenn es auch nicht viel ist. Und ich glaube, ich werde hier auf die Linie noch was raufsetzen. Ich gucke mal, wie viele jetzt hier aussteigen. Ja, zu wenige. Da kommt jetzt hier noch der nächste Zug dazu. In der Hoffnung, dass ich da jetzt nochmal die nächste Woche überstehe. Das wäre so schön. Aber hier. Da wird es auch schon zu voll. Hier unten wird es zu voll. Bitte, 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 bitte. Noch ein Kreis. Warum immer die Kreise? Okay, Problem. Da haben wir irgendeine Bahn, die leer ist. Ja, ist sehr unwahrscheinlich, ich weiß. Wo sind denn unsere ganzen Wagen abgeblieben? Also die Waggons. Na, eigentlich muss ich, wenn, dann einen Zug umsetzen. Den hier zum Beispiel. Hier oben ist auch gleich vorbei. Ich kann so versuchen, mir irgendwie so zu helfen. Indem ich hier noch ein bisschen hin und her schiebe, aber... Schaut mal da. Also die wird er jetzt noch mitnehmen. Aber dann ist es... Zieh sie runter, bitte. Auch noch ein Kreis, dankeschön. Wie ich diese Kreisstation liebe. Ich fahre auch mal mit der U-Bahn-Station Kreis. Die finde ich immer sehr schön. Hier wollen keine Leute aussteigen. Das heißt, ich kann hier auch nichts mehr machen. Leider. Die kommt vielleicht noch rechtzeitig an ihr Ziel. Jetzt wird es hier zu eng. Obwohl der Sonntag schon läuft, ne? Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich
Haben wir noch irgendwelche Möglichkeiten? Die Linie ist im Prinzip so voll, dass ich da nichts mehr machen kann. Ich versuche jetzt nochmal ein bisschen hier zu justieren. So, neue Woche Straßenbahn und wir brauchen Waggon. Die nimmt er jetzt hier mit, dann setzen wir hier den Waggon noch mit dran. Das müsste noch funktionieren, oder? Nein, da brauchen wir einen Zug. Einmal drauf, bitte. Und jetzt ist hier trotzdem schwarz. Also jetzt ist definitiv gleich vorbei. Knacken wir noch die 2000. Ja. Hier kommt auch kein Zug mehr an. Ja, ich gebe es nicht gerne zu, aber das war's. Und zwar hier unten ist, glaube ich, die Station, die wegen Überfüllung geschlossen wird. Ja, richtig. Naja, wir haben 1956 Fahrgäste transportiert, haben 71 Tage durchgehalten, also an für sich. Bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja. Trotzdem werde ich versuchen, im nächsten Teil wieder besser zu machen, in der nächsten Stadt. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingehen wird. Wenn euch das Video gefallen hat oder irgendwas anzumerken habt, dann schreibt es in die Kommentare rein. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.